Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen geisteskranken GTA-Video, Leute. Wir haben heute ziemlich viel vor, denn wir müssen auf jeden Fall erstmal gleich zur Bank, Leute. Wir sind auf dem Weg dahin, deswegen lasst erstmal ein Like da für GTA, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute, um nichts zu verpassen, Leute. Ganz wichtig, ihr fragt euch sicherlich, für was Geld abheben. Ah, da vorne ist ja die Bank, Leute. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal hier hin und dann parken wir jetzt. Ah, was war das? Hey, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Oh Gott. Verdammt, Mann. Wer bist du? Oh Gott. Ich bring dich ins Krankenhaus. Alles wird gut, Mann. Nein, das ist nicht los. So, warte, du musst jetzt hier. Ich bin Batman. Ja, ist mir egal, wer du bist. Mit deinem Kostüm. Komm hier rein. Ich bin geschwächt. Komm, rein. Okay, Leute, wir haben ihn reingesetzt. Bitte fahr mich nicht ins Krankenhaus. Ja, okay, ich fahr dich nicht ins Krankenhaus. Ich geb dir Koordinaten. Was redet der, Leute? Was für Koordinaten? Zum Doktor. Hallo? Fahr mich zum Doktor. Leute, ich glaub, X, bitte. Er hat mir irgendwelche Warte, ich glaube, er wird bewusstlos. Oh, ich glaube, er hat sein Bewusstsein verloren, Leute. Soll ich ihn jetzt lieber ins Krankenhaus fahren oder zu den Koordinaten, Leute? Was würdet ihr machen, Leute? Koordinaten, Doktor. Na gut, wir nehmen die Koordinaten, Leute. Ihr wolltet das haben, Leute. Mal gucken, was das sich hier auf sich hat. Wir fahren da schon hin. Let's go. Das sieht ja alles aus, aber nicht nach einem Doktor. Ich habe absolut keine Ahnung, Leute, wo ich bin, Leute. Ich fahre hier mal hoch. Hier enden die Koordinaten. Dieses Haus hier? No parking? Wartet, Leute, wir müssen den rausholen jetzt. Okay, Leute, wir holen den raus. Okay, Leute, wir haben Batman. Batman, alles gut. Alles gut. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Oh, hier ist ein Doktor. Hallo? Wie sind Sie? Batman, was ist passiert mit dir? Batman! Leg ihn hier rauf! Ja, ich leg ihn hier rauf, Sir. Okay, der liegt jetzt da, ja? Mann, Batman ist dir nicht. Ja, ich weiß, können Sie ihm einfach helfen, Mann! Wenn du so untergehst, bist du verrückt! Was hast du mit ihm gemacht? Ich hab gar nichts gemacht, der ist gegen mich gefahren! Ja, machen Sie doch irgendwas! Holen Sie irgendwelche Sachen, helfen Sie ihm! Wir brauchen! Nein, du weißt gar nicht, was das alles zu heißen hat. Wir brauchen jemanden, der Batman ersetzt. Wieso ersetzt? Heilen Sie ihn doch einfach. Das wird jetzt alles. Sie sind ein Doktor. Sie können doch irgendwie eine Spritze geben oder keine Ahnung. Wird nicht was? Kampffähig sein. Du weißt nicht, was los ist. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Ich sag dir, du musst den Job von Batman übernehmen. Sonst werde ich zum Werwolf. Geht's ihm gut oder so? Soll ich einen Doktor anrufen? Einen richtigen Doktor vielleicht? Der bellt einfach. Leute, ja, okay, ich werde zu Batman. Du musst den Job übernehmen, zieh dir die Rüstung von Batman an und dann los, Mann! Du weißt, wir werden sonst alle verlieren! Leute, das ist echt gruselig, aber okay, na gut, ja, ich zieh mir das an, Leute, wir ziehen Batman an. Okay, ich hab mich umgezogen. Ja, ist das wirklich Batman? Der ist ja voll alt. Ja, das ist Batman. Ja, ist ja logisch, dass er sich alle Knochen bricht. Der ist ja schon ein Rentner, Mann. Ja, und jetzt? Ich habe jetzt Batman-Kostüm an. Und jetzt? Du musst dir das Batpod wieder zurückholen. Das wird dir Fähigkeiten geben. Und da musst du gegen die Schurken der Stadt antreten. Okay, alles klar. Du bist jetzt der neu geborene Batman. Batman, ja, hallo. Würdest du schaffen, 100 Jahre als Batman zu überleben, wirst du die Superform erreichen. Los geht's, Leute, mein Sohn. Leute, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Batman ist auf jeden Fall alt, hat alle Knochen gebrochen. Wir haben ihn nicht zu einem Doktor gebracht, sondern zu irgendeinem Typen, der bellt. Und jetzt muss ich das Batpod holen vom Batman, um die Schurken zu besiegen, Leute. Also völliger Quatsch eigentlich, Leute. Aber ich hatte heute eh nichts zu tun, Leute. Und ich glaube, das klingt nach einem Abenteuer. Also fahren wir schnell zur Bank rüber und versuchen, das Batpod zu holen. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei der Bank. Okay, hier vorne ist die Bank, Leute. Wir müssen schnell zum Batpod. Warte, hier vorne steht es, ja. Was ist das Perfekt. Hier für ein Fahrrad, warte, Alter? Warte, nein. Ey, bleib stehen. Oh. Hey. Wow, was ist das denn? Alter, stopp mal. Wow.
Was geht? Bro? Hör mal auf, Mann! Steig ab! Ey, beruhig dich mal! Steig ab! Verdammt, verdammt, er will abhauen, er will abhauen, er will abhauen, Leute, wir müssen hinterher! Oh Gott, er überfällt unschuldige Menschen! Er geht ja richtig ab, Alter! Oh mein Gott, wir müssen hinterher, Leute! Er hat mir einen Platten geschossen, Leute! Oh, der ist hingefallen, der Idiot! Der ist hingefallen, jawohl, das ist unsere Chance! Nein! Ey, lass mich mal in Ruhe! Ey, du bleibst weg von dem Ding, das ist meins, Mann. Alter, hast du mich verstanden? Wer bist du gehst weg, Mann. Ey, du kannst mir eh nix. Du gehst weg, hab ich gesagt. Hier, du kriegst eine zurück, jetzt reicht's mir. Ich bin Muskel-Johnny, was ist das denn? Komm her, Mann. Du bist ein Faschingskostüm, bist du. Nimm das, nimm das. Jetzt reicht's aber. Oh, Leute. Leute, ich spüre gar nichts. Zack, er schlägt mich, aber zack. Ist das schon alles, was du drauf hast, oder was? Ja, komm, schlag doch, Mann. Schlag doch. Hier. Yeah. Links, rechts. Du kannst ja gar keine Chance. Ja, verdammt, Mann. Hau rein. Ey, bleib stehen, Mann. Ich sagte, du bleibst stehen, Mann. Ey, Mann. Warum soll ich stehen bleiben? Leute, du checkst gar nicht, was warte, abgeht. Warte, bleib stehen, Junge. Leute, Leute, was hast du gesagt? Was machst du? Auf Wiedersehen, Junge. Tschüss. Leute, habe ich gerade den Typen einfach... Ich glaube, ich habe einfach gerade ein Auto weggeworfen, Freunde. Ich glaube, der Batman-Anzug hat irgendwelche besonderen Fähigkeiten und... Oh mein Gott. Okay, das Ding kann auf jeden Fall geil schießen, Leute. Aber... Wow, da ist Batman! Oh mein Gott, wir müssen schnell weg, wir müssen schnell weg, Leute. Aus dem Batman, Weg! Aus dem dran. Weg! Aus dem Weg, Leute! Okay, wir haben das Batpod. Warte mal, im Batpod sind welche Koordinaten eingezeichnet, Leute. Vielleicht müssen wir da hingehen, Leute. Ich weiß nicht, was mit den Koordinaten auf sich ist, Leute. Vielleicht war das der Weg, wo Batman hingeht. Oh, ich habe jemanden überfahren. Leute, alle kennen mich in der Stadt, Leute. Ich bin nicht nur stark, ich bin auch bekannt, Leute. Okay, das Leben als Batman scheint jetzt interessant zu sein, Leute. Aber die Frage ist, was sind diese Koordinaten, Leute? Wir werden da jetzt hinfahren. Let's go. Okay, Leute, ich bin jetzt gefahren. Wir sind außerhalb der Stadt gefahren, Leute. Aber wir sind jetzt gleich da. Scheinbar müssen wir hier nach unten fahren, Leute. Absolut keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir fahren hier nach unten. Oh Gott, das Batpod ist nice, Leute. Aber irgendwie auch ein bisschen zu Offroad-mäßig. Okay, ich bin jetzt aber hier beim GPS, Leute. Aber hier ist absolut nichts, Leute. Was ist das hinter uns? Okay. Hallo, Sir. Hallo, wer... Wie kann ich Ihnen helfen? Soll ich Ihr Batpod an die richtige Position stellen? Ja. Sir, wir haben einige neue Aufträge. Wir haben keine Zeit. Leute, wir haben einiges zu erfüllen. Wo haben Sie Ihr Batpod geparkt? Vor der Garage. Sir, ich übernehme das für Sie. Haben Sie sonst noch welche Anliegen? Ihr Batpod sieht ganz schön ramponiert aus. Es muss zusätzlich noch repariert werden. Okay, dann reparieren Sie es mal. Ja, ich gucke mir so lange mein Zuhause an, ne? Sehr gut. Okay. Beeilen Sie sich, wir müssen gleich die aktuellen Themen durchgehen. Okay, reparieren. Die Stadt ist in Gefahr. Alles klar. Okay, Leute, gucken wir mal, wie Batman lebt. Ein kleiner Eingang, wenig Sachen. Stromkisten, eine kleine Küche. Ein kleines Wohnzimmer mit Küche. Essbereich habe ich auch, einen Kühlschrank wenigstens auch. Ein Bett. Langsam wird Zeit. Ja, ich guck's mir noch hier Nehmen ein bisschen an. Nehmen Sie den Geheimgang. Was für ein... Oh, Toilette, Leute. Das ist ja die schlebigste Wohnung, die ich jemals gesehen habe. Kommen Sie mit. Öffnen Sie den Geheimgang. Los. Wie ich sage... Wir haben keine Zeit. Öffnen Sie. Simsalabim. Oh. Was machen Sie da? Ah, okay. Ja, Simsa... Herr Batman, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich hab mir jetzt ein bisschen schwindelig, aber sonst alles... Herr Batman, Gott. Sie benehmen sich so komisch. Was ist da los bei Ihnen? Nee, alles gut. Oh mein Gott, Leute, ich hab hier Waffen. Ich nehme mal ein paar Waffen mit, ja? Ja, rüsten Sie sich bitte komplett aus. Es gibt wieder Ärger in der Stadt. Leute. Sie wollten doch zu den Ballers. Was sind das hier für Waffen? Ja... Wow! Oh mein Gott, was ist das? Legen Sie die Waffe so, was machen Sie hier? Ich wollte nur kurz... Was ist denn? Hallo, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Oh mein Gott, ja, ich wollte nur kurz die Waffe testen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Doch, das, alles gut. Wirklich. Irgendwie ist das alles ein bisschen komisch. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Sie müssen nicht durchfunken. Alles gut. Ja, okay. Ja, die Ballers machen wieder Ärger. Ja. Wieder Erpressungen in der Straße und Schießereien.
Ja. Umgekommen sind 3 Menschen. Okay. Sie müssen den Anführer dingfest machen. Tot oder lebendig ist hierbei egal. Okay, ist klar. Das war's. Das ist der erste Auftrag. Weitere Aufträge folgen danach. Auf Wiedersehen. Bis gleich, bitte. Okay, ich komme. Leute, guckt euch mal an, was ich hier für Waffen habe. Alles drum und dran. Irgendwelche... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bitte beeilen. Darf ich noch einmal schießen? Nein! Verdammt, Leute, ich wollte die Waffe testen. Guck mal, wie cool die aussieht. Alles klar. Was hat er gesagt, zu den Ballers gehen, Leute? Denn, ja, das ist kein Problem, Leute. Ich bin Batman, Leute. Und das ist sein geheimes Ding, Leute. Scheinbar ist der Typ mein, keine Ahnung, Vermittler. Oh mein Gott, Leute. Okay, jetzt freue ich mich, die Waffen einzusetzen, Leute. Wir fahren rüber zu den Ballers. Er hat irgendwie gesagt, ich muss den Ballers-Chef holen, Leute. Er hat aber, glaube ich, gesagt, tot oder lebendig. Na gut, wenn es so ist, Leute, dann werden wir uns darum kümmern, Leute. Let's go zu den Ballers als Batman! Okay, Leute, wir sind jetzt gleich da, Okay, ich komme hier nicht durch. Egal, Batpod Power! Yo, Homie, man! Ja, was geht, Mann? Ich bin der Chef und Gang, Alter. Ich musste hier kurz über deine Autos springen. Du musst ins Kostüm, so dass du Land gewinnst, Alter. Sonst machen wir dich platt, verstehst du? Hör mir mal zu, du packst jetzt sofort deine kleinen Knirps ein und wirst dich stellen. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich bin der Boss der Bonne. Guck mal, siehst du deine Autos? Siehst du deine Autos? Meine Autos. Jungs, macht ihn platt! Wow, die schießen alle auf mich, Leute! Okay, Leute, aber das Ding ist, die Schüsse... Oh mein Gott, was geht ab, Alter? Nimm das, Mann! Huh? Ich schieß den ab und das schießt doppelt, Leute! Bam! Huh, ich hab ihn einfach kaputt geschossen! Ich hab ihn... Und, ja, die Leute auch! Kommt her, alle, was wollt ihr denn? Die schießen mich ab, ich spür nichts, Leute! Guck mal, boom! Leute, ganz easy! Boom! Ganz easy! Warte, ich will mal diese Laserwaffe ausprobieren. Es tut mir leid, Leute. Boom! Batman! Batman! Ey, Homie! Geht's hin? Oh. Ups. Was habe ich getan, Leute? Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe ihn doch nur leicht getreten wollen. Na gut, die Situation ist ein bisschen eskaliert, Freunde. Alter, habt ihr gesehen, was ich für eine Kraft habe, Leute? Warte, ich will mal kurz was testen. Wenn ich jetzt gerade in Zoo getreten habe, was ist... Ja, ich muss hier die Straße leer räumen. Mach mal das Auto hier weg. Das stört mich. Oh Gott, Leute, ich treffe das nicht. Und... Ja, so ist gut, Leute. Jetzt kann ich wenigstens hier durchfahren. Ich habe mir Platz gemacht, Leute. Ich habe den Auftrag erfolgreich erfüllt, Leute. Ich denke, das war nice. Okay, let's go weiter. Let's go. Hey, Leute, ich werde gerade noch attackiert von irgendwelchen Leuten. Super Aufgabe erledigt. Danke. Ich wurde gerade attackiert, Mann. Check, ich habe alles erledigt. Was jetzt? Weil dir in der Nähe müsste nun ein Fahrzeug sein. Du musst deine Augen offen halten. Was für ein Fahrzeug? Hierbei handelt es sich um ein BMW. Ja, und dann? Dieses Fahrzeug wird augenscheinlich unauffällig sein. Aber im Inneren des Fahrzeugs handelt es sich um eine Tonne schwerste Drogen, die die komplette Stadt vergiften würden. Okay, alles klar. Du musst ihn aufhalten. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Der Typ ist bewaffnet. Hey, Leute, wir müssen den verfolgen. Warte, wir müssen den zum Anhalten bringen, Leute. Vielleicht will er ohne Gewalt, Leute. So. Hey, your homie, lass es sein, Mann, Alter. Yo, bleib mal kurz stehen, Mann. Wer bist du, du Faschings-Typ, Junge? Bleib mal kurz stehen! Stehen bleiben! Von welchem Gang bist du? Vagos! Okay, Vagos, wir haben keinen Streit, man bleibt ruhig, Junge! Okay, der bleibt stehen, Leute. Wir müssen jetzt rausfinden, ob da was im Auto drin ist. Ja, Homie, was geht ab, Alter? So, mein Freundchen. Putta, was hältst du mich an, Putta? Du bist nicht von dem Ballen aus. Ja, du bist jetzt leise, okay, mein Freundchen? Du wirst jetzt sofort mir sagen, was hast du im Kofferraum? Ich habe nichts im Kofferraum, nichts. Ich frage dich nochmal, was hast du im Kofferraum? Lass mich runter, ich habe nichts im Kofferraum. Du willst wohl die Batman-Power sehen? Ich bin nämlich Batman. Runter, Junge, lass mich runter, Junge, ich werde dir zeigen, was Batman drauf hat, mein Freundchen. Okay, ich sag dir, was ich im Kofferraum habe. Was hast du im Kofferraum? Ich habe Mehl. Mehl.
Mel, ich glaub's auch, oder? Mel. Kannst du schwimmen? Schwimmen. Ja, ich kann schwimmen. Schwimmen, hab ich gesagt. Lass mich in Ruhe. Du sollst schwimmen gehen, da wo mein Finger hängt. Okay, Mann. Lauf los. Los, weiter. Und jetzt schwimmen. Okay, Leute, wir haben den Schurken aufgehalten, Leute. Es ist so geil, Batman zu sein, Leute. Ich bin so overpowered und ich habe gerade festgestellt, ich kann super Jumps machen, Leute. Ich kann einfach komplett across the map jumpen, Leute. Und wir gucken jetzt mal, ob an diesem Auto was dran war oder nicht, Leute. Dafür müssen wir auf jeden Fall mal den Kofferraum öffnen. So, wir öffnen jetzt... Oh, da ist wirklich ein bisschen Zeug drin, Leute. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel. Und ich weiß jetzt nicht, wie Batman das am besten handeln soll, Leute. Aber solche Sachen haben in meiner Stadt nichts verloren, Leute. Und wenn ich heute Batman bin, dann wird mein Batpod genau dafür verwendet, um dieses Auto zu zerstören. Let's go, Leute. Der Auftrag ist erfüllt. Wir gehen rüber zu Base. Let's go. Gute Arbeit, Batman. Kehre zurück in die Base sofort. Check, check. Batman kommt. Let's go. Okay, Leute, Batman geht zurück in die Batman-Höhle. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder da. Wir sind jetzt wieder da, Freunde. Wir sind bei unserer Batman-Höhle, Leute. Ich bin echt gespannt, was als nächstes... Warte. Hallo, Sir. Soll ich Ihnen das Batpod parken? Alles gut. Sie können... Warum reden Sie wie Batman? Ich bin dein Vater. Das weißt du doch, oder nicht? Das ist mein Vater, Leute. Okay, ja, habe ich noch einen Auftrag oder bin ich fertig für heute? Das ist ein bisschen zu... Du hast noch einen Auftrag, das weißt du doch, Batman. Was für ein Auftrag? Wir hatten ihn beredet, wochenlang vorbereitet. Du weißt, was zu tun ist. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Geh in das Geheimlager. Im Geheimlager. Okay, Leute, keine Ahnung. Warte, und zwar du musst Operation Military Base. Ja. Das Auto. Du weißt Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid, Leute. Was für Operation Military Base. Ich habe absolut keine Ahnung, was er von mir will, Leute. Vielleicht steht hier was in den Akten drin, Leute. Warte mal. Ah, hier vorne. Oh, Operation Military Base Auto. Die Militäreinheiten haben Batmans Auto geklaut, weil es viel zu stark ist und Batman muss es wiederholen, Leute. Okay, das klingt nach dem Plan, Leute. Wir schnappen unser Batpod, werden unser Military Base Super Auto holen, Leute. Und dann ist auf jeden Fall alles getan. Dann sind wir ein krasser Batman, der seine Aufgaben erfüllt hat, Leute. Also auf geht's zum Military Gelände. Okay, Leute, wir stürmen das Militärgelände. Okay, wir sind drin. Halt, stopp, okay. Oh mein Gott. Die schreien hier rum, Leute. Wir müssen die abknallen. Hey, was soll das? Leute! Ich knall alle ab! Ich knall alle ab, Leute! Ich mach alles hier kaputt, aber wartet mal. Da stand irgendwas. Alarm! Oh Gott, die rasten komplett aus. Weg mit denen, Leute! Okay, da ist noch ein Helikopter. Den schnapp ich mir. Bam! Was ist los, Mann? Hol die Panzer! Na, hol doch die Panzer. Hol sie doch! Okay, da kommen wirklich Panzer, Leute. Oh, kann ich das. Oh mein Gott, der Panzer ist echt stark. Oh. Wir können ihn nicht ausschalten. Okay, Leute, Panzer ist vielleicht ein bisschen zu stark. Den kriege ich nicht down. Aber wenn ich ein Batman Auto... Erhöht die Sterne. Okay, Leute, die Sterne... Auf 10 Sterne in 5 Minuten. Leute, wir haben 10 Sterne... Warte mal. Da war's, glaube ich. Okay, Freunde. Warte. Er ist im Hangar. Bereitet euch vor auf die Offensive. Oh. Okay, Leute, wir sind drinnen. Und weiter geht's. Wir haben das Bat-Auto, Leute. Zack. Wenn die Panzer halt nicht kommen wollen, dann sollen die kommen, Freunde. Und abknallen. Und weg damit, Leute. Leute, ich hab den Panzer zerstört. Okay, wir müssen jetzt alles hier zerstören, Leute. Wir müssen abhauen, Leute. Military Base Einsatzkommando. Okay, Leute, wir hauen ab. Okay, Leute. Okay, das ist Batman. Oh Gott, wir werden mit Raketen abgeschossen. Oh mein Gott, die eskalieren komplett. Weg mit euch. Okay, Leute, wir werden, glaube ich, gerade vom Raketensystem noch abgeschossen, Leute. Aber alles gut. Sobald wir das Military-Gelände verlassen haben, können wir besser abhauen, Leute. So, wir müssen abhauen, Leute. Wir haben so viele Sterne, das ist nicht normal. Okay, weg hier. Die Sterne gehen weg. Und jetzt... Oh. Nein. Verdammt. Weg mit denen. Okay, Leute. Ich glaube, die einzige Chance abzuhauen ist, Leute, uns in unserem Batman-Versteck zu verstecken, Leute, vor der Polizei. Weil sobald wir die Batman-Höhle erreichen, dort die Garage zugeht... Oh Gott, geht das ab. Werden sie keine weiteren Chancen haben, Leute.
Okay, Leute, wir müssen es da reinschaffen. Einfach nur in unser Batman-Versteck. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ich bin jetzt weitergefahren und die sind immer noch auf dem Weg zu uns. Oh Gott, das ist ein riesiges... Dann komm schneller der Polizei, die kriegen hier Probleme. Oh Gott, ich muss schnell kommen, Alter. Ich muss schnell kommen. Okay, Leute, und hier runter. Hier runter in die Batman-Höhle gleich. Du hast noch 10 Sekunden. Mach schnell, Batman. Oh mein Gott, die letzten Sekunden, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Mach doch die Garage auf. 5, 4, 3, wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Oh, du hast es geschafft. Oh, oh. Alter, Leute, wir sind drinne. Die Sterne sind auch weg, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben den Job als Batman erledigt, Freunde. Ja, ich glaube, ich habe nichts mehr zu tun für heute. Das war der Tag 4. Leg dich nun schlafen und ruh dich aus für den nächsten Tag. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, für den nächsten Tag habe ich keine Lust mehr. Ich hau jetzt ab, Leute. Wenn euch die Episode gefallen hat, dass wir heute Batman waren, dann lasst auf jeden Fall ein dickes Däumchen da. Abonniert unbedingt den Kanal, Leute. Aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, krasse GTA-Videos. Checkt Stani ab und ciao.